Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute ein kurzes Video, ein Unboxing von dem Excalibur Plek Tonabnehmer. Das ist ein MC-Tonabnehmersystem. Und die ganze Geschichte, warum ich einen neuen Tonabnehmer habe, was da passiert ist und warum ich mich für diesen entschieden habe, folgt in einem anderen Video. Wir schauen uns mal diese Verpackung und wie der daherkommt zusammen an. Ihr seht also, so ist das Ganze verpackt. Da ist vorne ein schwarzer Punkt drauf. Ich vermute mal, das ist die Kennzeichnung für die Version Black. Habe das hier mal schon aufgeschlitzt. Mal das Ganze auf. So liegt der da drin. Nehmen wir das Ganze mal raus. So, schaut mal. Der ist so drin mit dem Nadelschutz. Hier die Oberseite mit den Schrauben und die Anschlüsse. Nehmen wir mal hier raus. So. Und hier seht ihr das ganze Teil. Ein recht schlanker, filigraner Tonabnehmer, wie ich finde. Schlicht gehalten. Schauen wir mal hier, wie das abgeht. So. Und hier seht ihr den Excalibur-Schriftzug. Schlicht und edel finde ich das Ganze. Na, nochmal drauf machen. Schauen wir mal weiter. Ist mir mit Sicherheit noch was hier drunter. Natürlich. Oh, schau mal. Da ist ein kleines Pinselchen dabei, für die Nadel zu reinigen. Da habe ich natürlich schon anderes, aber okay. Ist eigentlich gut, dass das dabei ist. Dann, wie meistens, ein Imbusschlüssel für die Schrauben. Eine kleine Bedienungsanleitung und ansonsten ist das Kästchen leer. Schauen wir mal noch an, was da für Informationen dazu drin sind. Hier sieht man nochmal einen kleinen Überblick über die Tonabnehmerreihe der Excalibur. Inklusive der unverbindlichen Preisempfehlungen der einzelnen Modelle und auch der Informationen für die Auflagekraft und so weiter. Ich schaue hier nochmal gerade Plek. 1,8 bis 2 Gramm. Ist auch ein verhältnismäßig leichter Tonabnehmer mit 5,2 Gramm. Ich bin mal gespannt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.